Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Ja, wir haben immer noch die Aufgabe, unsere Colorado-Touren zu machen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch gleich auch mal mit an. Wir brauchen externe Aufträge. So, und zwar von hier irgendwo nach Colorado, wo wir nicht waren. Das muss mindestens... Wurde gesagt, hier Stände. Die Streckenlänge. Warum wird die mir nicht angezeigt? Oder sehe ich die nicht? Restzeit, Leistungsgewicht. 3 Dollar pro. Aber ich sehe die. Da oben steht sie. Ah! Hier oben. Ich habe immer hier geguckt. Hier oben steht sie. 79 Meilen, das ist nicht lang genug. Wir brauchen mindestens 100 Meilen. Ja, das habe ich total übersehen immer. Oklahoma City ist auch nur 83 Meilen. Clinton 85 Meilen. Das ist Texas, da will ich nicht hin. Oklahoma City, 95 Meilen, das reicht auch noch nicht. 99 Meilen, eine fehlt noch. McAllister, da können wir hin, 184 Meilen. Dann transportieren wir mal eine Ladung Müllcontainer, würde ich sagen, ne? Oder wir fahren nach Tulsa, ne, Tulsa waren wir schon. McAllister. 340 Dollar kriegen wir dafür. Dann würde ich sagen, machen wir die Tour hier. Lawton. Machen wir das. Fahren wir nach Lawton. Weil da kriegen wir 1100 für. Und der Weg ist zwar ein bisschen länger, aber nicht so wirklich viel. Warum fahre ich da? Okay. Dann würde ich sagen, nutzen wir den. Oder haben wir noch einen anderen? Auch nochmal McAllister. Für 600. Da kommen wir dann von dort. Na, wir nehmen den hier. Die Autos. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da kriegen wir zumindest ein bisschen Geld für. Und wir haben die nötige Streckenlänge. So. Fertig zum Losfahren. Genau. Licht machen wir an, Gang rein. So, Tor ist auf, Straße ist frei. Demnächst rechts abbiegen. Dann können wir ja loslegen. Biege nach rechts ab. Da ist frei. Immer geradeaus. Ja, sobald grün ist. Aber sollte jetzt gleich grün werden, oder? So eigentlich. Jetzt. Dann gucken wir nämlich mal, dass wir unseren Auftrag abholen. Eine Ladung Autos.
Ne, hier muss ich noch. Hier darf ich noch gar nicht. Ja, ja, ist gut. Alles gut. Die nächste müssen wir abbiegen. Erst die nächste. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts halten und rechts abbiegen. Ja, weiß ich übrigens wegen den geringen Erlösen, über die wundert, wir spielen mit einem Realistik-Mod. Heißt, die Preise sind der Realität einigermaßen angepasst und die Frachtpreise und ja, macht das Ganze natürlich entsprechend komplizierter, aber für mich auch spannender. Deswegen habe ich den installiert. Der ist auch für die 1.48 funktioniert der auch. Also von dem her passt das. Immer geradeaus. Ja, man muss entsprechend tatsächlich deutlich mehr fahren, um das Geld zusammenzukriegen, ne, für Truck-Erweiterungen oder überhaupt einen neuen Truck. Von dem her haben wir da schon ganz gut jetzt zu tun. Aber das macht das Ganze halt auch spannend, finde ich. Ansonsten, wir sind jetzt gerade in Colorado unterwegs. Das DLC, das ja letztens neu rausgekommen ist, machen gerade das Colorado-Event. Deswegen auch die World of Trucks Touren, die ich hier mache. Ich muss 10 sind es, glaube ich, 10 Städte beliefern oder von 10 Städten aus abliefern für mindestens 100 Kilometer, 100 Meilen Distanz. Also so Kurzstrecken kann man dann halt leider nicht machen. Oh, grün. Grüner wird's nicht. So, hier müssen wir sie abholen. Links halten und dann links abbiegen. Ja, mache ich. Biege nach links ab. Und dann soll der hier. Hier endet es. Wo steht der denn? Vermute mal hier, ne? Ja, da ist er. Alles gut. Alles gut. Ja, normal, wenn man sowas jetzt machen würde, dann würde man für den Auftrag um die 4, 5, 6, 7.000 Dollar kriegen, wenn nicht noch mehr. Ich bin zu weit. Was natürlich sehr unrealistisch ist. Das war schon immer ein Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Okay, wir fahren los. Deswegen habe ich dann mich da mal für entschieden, eben diesen Realistik-Mod zu installieren. Ja, und versuche damit jetzt mal mein Unternehmen aufzubauen, ne? Den Truck habe ich mir halt über einen Kredit geholt, den wir jetzt natürlich entsprechend regelmäßig abzahlen. Ich würde den Truck gerne noch erweitern. Aber da brauchen wir erst noch ein bisschen mehr Geld für. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mal den Truck tausche gegen einen anderen Truck. Aber wir kriegen nahezu kein Geld mehr für den hier. Von dem her also 44.000 Dollar kriegen wir für den noch. Das ist halt nichts.
Und von dem her, ja, werden wir den noch eine Weile weiterfahren. Außer ich entschließe mich dann mal irgendwann dazu, den ganz großen Kredit von $500.000 zu nehmen. Aber da müssen wir halt gucken, dass wir Aufträge haben, dass wir die Kreditraten dann auch zumindest bezahlt kriegen, ne? Dann würde ich natürlich gucken, dass ich den Truck hier noch ein bisschen aufpimpe. Dann aber den an eine Mitarbeiterin abgebe. Dafür müssten wir natürlich dann noch unsere Garage vergrößern, dass wir da noch weiteren Stellplatz haben. Und dann würde ich noch gucken, dass ich dann halt einen eigenen anderen Truck kaufe. Da würde ich mir dann einen Peterbilt oder einen Canvas holen. War das für die Canvas? Hat es, glaube ich, jetzt auch ein DLC mit einem neuen Art Pack gegeben, also neue Lackierungen quasi. Ich glaube, das war Canvas. Bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Bitte rechts halten. Habe ich mir natürlich auch geholt, auch wenn wir aktuell International fahren und sowieso nicht das Geld haben, um irgendwas zu pimpen. Ja, den hier, also wenn ich den für einen Mitarbeiter fertig machen würde, würde ich zumindest eine Schlafkabine hinten dran machen. Das wäre halt schon ein Muss. Und, aber da fehlt mir, glaube ich, auch noch aktuell das nötige Level, als dass ich das könnte. Bitte links halten. Von dem her müssen wir kräftig fahren, liefern, Heile liefern. Dass wir das, dass wir uns den nötigen Level halt erarbeiten, ne? Aber all das werden wir hinkriegen. Bin ich mir eigentlich sicher. Irgendwie, irgendwann, vor allen Dingen irgendwann. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob mit dem Realistik-Mod, ob die Angestellten dann noch kostendeckend arbeiten. Weil die wollen natürlich auch Gehalt, ne? Ich muss hier irgendwie rüber. Dann gehen wir mal hier rüber. Bitte links halten. Wenn das Spiel sagt, ich muss hier rüber, dann gehe ich hier rüber. Okay, lass uns, kein Problem. Ich finde eine neue Route. Diese neue Route? Maut von $10 bezahlt. Na, jetzt bleibe ich hier auf der Spur. Weil ich glaube, ich kann den da vorne überholen. Mein Zeitdruck haben wir keinen. Wenn man hier mal guckt, wir haben 16 Stunden Restzeit. Das Uhrsymbol vorne zeigt an, das ist Realtime, also Echtzeit. Von dem her haben wir ohne Ende Zeit hier im Spiel. So, jetzt verstopfen wir den Highway. Weil ich kann nicht schneller als 65 Meilen fahren mit meinem World of Trucks Auftrag. Das geht nicht. So, wo muss ich denn jetzt lang? Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, machen wir. Das machen wir, Helga. Hm.
ins Haus. So, wir müssen rüber. Ja, mit Geschwindigkeiten und so muss ich jetzt natürlich höllisch aufpassen mit dem Realistik-Mod. Da ich ja sehr wenig Geld kriege, kann ich mir natürlich auch keine Strafen leisten, ne? Oh. Ups. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mach ich. Mach ich. Bitte links halten. East. Wie sieht's mit Tanken aus? Brauchen wir im Moment noch nicht. Okay, auf der Spur können wir bleiben. Biege nach links ab. Yep. Passt. Bitte links halten. Das ist schon ein ganz schönes Straßengewehr hier. Wenn man das mal so sagen darf. Oh. Transportflugzeuge. Hier ist ein Flughafen. Ah, ich darf 65 fahren. Sehr gut. Dann kann ich ja einfach Vollgas geben. Das war die Kreditrate, die abgebucht wurde. $18.000 haben wir gerade. Es ist nicht viel. Aber ein bisschen Geld haben wir ausgegeben. Ich habe mir ein neues Getriebe gegönnt in einer der letzten Folgen. Ein bisschen, ja, mit ein paar mehr Gängen. Das konnten wir uns leisten. Schlafkabinen halt leider noch nicht. Da brauche ich, glaube ich, Level 10 oder so. Den habe ich noch nicht. Meilen pro Stunde dürften wir. Können wir nicht. Das ist der Nachteil der World of Trucks Touren. Die sind auf 65 Meilen pro Stunde begrenzt. Hätte ich jetzt eine normale Ingame-Tour, dann könnte ich auch mit 80 hier oder 85 hier lang bügeln. Also dürfte ich nicht, aber könnte ich. McAllister. Hugo. Wie viel Fahrzeit haben wir denn noch? Rechts halten, dann Ausfahrt rechts. Stunde 22, okay. Das werden wir natürlich dann nicht mehr heute schaffen. Deswegen sage ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hier auch die Beladung, gehe ich mal von aus, abliefern werden. In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.